Tegernsee hat einen neuen Star. Die am Tegernsee geborene Viktoria Rebensburg wurde in Vancouver Olympiasiegerin im Riesenslalom. Das Freistil bei Tegernsee hat unseren Skiclub in der Vergangenheit super unterstützt. Da bin ich Herrn Peter Huber natürlich sehr dankbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Wir sind irrsinnig stolz auf die Vicky und wir können uns nichts anderes denken, dass sie das verdient hat. Er ist der Skifahrerin, also das muss man jetzt schon mal sagen. Ja. Wir warten, egal wie lange es dauert. Bei uns im Tal gut gewinnt, dann muss das kommen. Das kommt ja so bald wahrscheinlich nicht mehr vor, genau. Ihr Olympiasieg war wie ein Paukenschlag. Und mit Pauken und Trompeten wurde sie auch bei ihrer Ankunft am Tegernsee begrüßt. Zahlreiche Skifans und natürlich die stolzen Tegernseer säumten den Weg, um dem neuen Skistar die Ehre zu erweisen. Das erste Zusammentreffen nach der Landung in Deutschland fand mit ihrer Familie, ihren Freunden und ihrem Heimatverein im Bräustüberl am Tegernsee statt, wo sie ein herzlicher Empfang und eine zünftige bayerische Siegesfeier erwartete. Bräustüberl-Wirt Peter Hubert ließ es sich natürlich nicht nehmen, die frisch gebackene und sympathische Olympiasiegerin persönlich zu beglückwünschen. Die Begeisterung über den fantastischen Sieg von Viktoria war auch bei ihm zu spüren. Familie, Freunde und Fans hatten vor und im Bräustüberl gespannt auf Viktoria gewartet und freuten sich auf das Wiedersehen und ein gemeinsames Anstoßen auf den Sieg. Ja, super schön. Also es ist ja traumhaftes Wetter bei uns und auch relativ frühlingshaft. Und ja, ich freue mich jetzt einfach nur auf mein Daheim und dass ich mal wirklich jetzt ein paar Stunden mehr Ruhe habe und mal entspannen kann. Also ich habe den Lauf bei mir im Büro oben live angeschaut und habe natürlich beide Daumen gedrückt. War überrascht, dass es gleich zu Gold gelangt hat. Wir sind stolz, auch Bräustüberl, die ganze Tegernseertal ist stolz und freut sich natürlich mit der Olympiamedaille. Nach den Strapazen des langen Fluges und dem nicht enden wollenden Blitzlichtgewitter trat Viktoria nach einer schönen Feier den wohlverdienten Heimweg an und schenkte uns noch ein letztes Mal ihr sympathisches Lächeln. Eine gelungene Feier im Bräustüberl fand so ein schönes Ende.